im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten. Hat European Tour gespielt. Ich guck gleich mal, dass ich das Board noch ein bisschen näher rankrieg. Und hier mit der 180. Ich leg mal kurz das Mikrofon ab und versuche das Board noch mal näher ranzukriegen. Michael Klein startet mit der 26. So, und jetzt Kenny Nayans nach 9 Darts auf 170. Kann er den spektakulären 12er spielen? Fragezeichen. Der ist in Triple 5. Gucken wir mal. Vielleicht bei der Boardcam noch ein bisschen Helligkeit runterkriegen. Und dass er noch ein bisschen besser sieht. Bisschen der Kontrast. Sättigung auf jeden Fall sehr hoch. So. Das sieht auch fast nach einem guten Board aus. Bisschen unscharf, aber da ist das Ding drin. Zum 15er. Kenny führt 1-0 gegen Michael Klein. Der hat keinen Bock auf die Bühne, der will hier schnell wieder runter. Der startet mit 15. Moin moin, Udo. Spiel 477, Board 18. Ja, sag mir bitte Bescheid. Ich habe den Live, immer diese Live-Übersicht drauf bei 2K Live. Dann kann ich das da direkt reinziehen. Das ist einfacher, als wenn ich jetzt die ganze Spielliste offen habe. Wenn es in der Live-Übersicht, die ich gerade reingeschickt habe, steht, dann warum ist alles okay? Komisch. Irgendwie war gerade Audio weg. Wie sieht es bei Markus Kurz und Gianluca Müller aus? Gleiches gilt für dich. Such einfach das Spiel raus und sag mir Bescheid, wann du es haben willst. Sobald es erscheint, dann kann ich rüber sprinten. Dann haben wir hier nämlich Mitmachstream. Und wie gesagt, Kenny Nayans hier. Unfassbar gut unterwegs. Triple 20, der erste wieder. Der zweite ein bisschen tief. Er geht rüber. Und der dritte landet in der 5. Streut ein bisschen. Ansonsten ist es Zeit. Gibt es eine Übersicht, welche Spiele gerade auf der Hauptbühne übertragen werden, oder wird das spontan entschieden? Das ist das Schöne. Morgen wird es ein, je nachdem wie die Setzung ist, oh Kenny, Doppel, oh 180, Nummer 2. Es gibt ein und morgen werden wir dann einen Plan machen, welche Spiele wir machen können, eben wegen der Tourcard oder die drei, die da sind, wenn wir da in den K.O. spielen, die eben nicht übertragen können, werden wir stattdessen Bronze- und Silberrundenspiele machen. Es geht vor allem darum, eben diese Leute mal auf der Bühne zu lassen. Ich meine, Jermaine habt ihr schon oft genug gesehen, jetzt gerade an Bord 25. Ja, dann gucken wir mal. Kenny ist relativ schnell, vielleicht schaffen wir es noch, das vorher noch rüberzuschieben. Aber ansonsten wird es sicherlich eine Möglichkeit geben, den jungen Mann, Markus Kurz oder Gianluca Müller mal aufs Board zu kriegen in einem ihrer weiteren Spiele. So, Kenny mal ohne Triple unterwegs. Wieder ohne Triple, das ist aber gut gestreut. Das sind so viele tolle Spielerinnen dabei, die alle auf die Bühne klasse wären. Ja, und das ist eben die Qual der Wahl. Und deswegen überlassen wir es euch. Wer am schnellsten ist, wer als erstes kommt, der mal zuerst. Und wer als schnellstes was in den Chat schreibt. Dann habt ihr nämlich auch was zu tun und müsst nicht nur konsumieren. Das ist das Schöne an Twitch. 43 Zuschauer. Dankeschön. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so, wie wir das hier haben erstmal. Das ist mit den Verlängerungskabeln nicht so geil. Aber so sieht es erstmal okay aus. Und jetzt Michael Klein. Ist das eine 180? Jawohl, 180. André Ritter wäre mega auf der Bühne zu sehen. Ja, Team Sapphire kriegen wir hier auf jeden Fall hoch. Aus. Mein Gott. Das ist irgendwie gerade ein bisschen komisch mit der Audio, aber machen wir hier mal alle aus.
Alle Quellen, die wir nicht brauchen, machen wir mal aus. Das tut mir leid. Das ist alles ein bisschen zusammengeschustert hier. Beim nächsten Event, wenn ihr wieder so zahlreich erscheint, haben wir auf jeden Fall ein besseres Setup. Kenny jetzt 119 mit dem Setup. Für ein Finish. Er endet mit einem High-Finish auf der Bühne. Kenny hatte keinen Bock auf der Bühne zu spielen. Und er gewinnt hier 3-0. Stabil, Bruder. Stabil. Du hattest keinen Bock auf Bühne, ne? Ja, machst du halt schnell weg, ne?